da mal los. Keine Sorge, Isabella. Mein Name ist Sophia und ich studiere Medientechnik im 7. Semester. Mit meinen Tipps meisterst du das Abenteuer Studieren an der Technischen Hochschule in Deggendorf. Als am schnellsten wachsende Hochschule Bayerns kann es schon mal knapp werden mit den Parkmöglichkeiten. So behältst du den Überblick. Direkt neben dem Hochschulgelände befindet sich der Studentenparkplatz und das Parkhaus an den Deichgärten. Die beste Wahl ist der Studentenparkplatz. Zutritt erhältst du durch deinen Studentenausweis, den du kurz ans Eingangsterminal hältst. Es piepst und die Schranke öffnet sich. Aber Achtung! Zwischen 1 und 6 Uhr morgens herrscht Parkverbot. Ansonsten ist der Parkplatz für dich jederzeit kostenlos. Dazu noch ein kleiner Hinweis. Früh dran sein lohnt sich, denn er ist recht schnell besetzt. Und falls du doch mal später dran sein solltest, direkt nebenan befindet sich das Parkdeck an den Deichgärten mit nochmal fast 450 Stellplätzen. Die ersten 30 Minuten sind gratis, der Höchstsatz bei 24 Stunden Parken beträgt 2 Euro. Weitere Informationen zum Parken findest du auf der Website im Online-Quietschi-Guide. Bin ich hier richtig? Wo muss ich hin zur ersten Vorlesung? Und wo ist überhaupt meine Fakultät? Zeit, um Licht ins Dunkel zu bringen. Derzeit gibt es insgesamt 8 Fakultäten. Jede Fakultät hat dabei zur besseren Erkennung eine eigene Farbe. Jeder Fachbereich ist in einem anderen Gebäude untergebracht. Der European Campus ist die einzige Fakultät, die du nicht in Deggendorf, sondern im nahe gelegenen Pfarrkirchen findest. Für den Bereich angewandte Informatik ist ein Neubau geplant. Abgesehen davon gibt es aber auch ein paar andere Einrichtungen, die du für den Studienalltag unbedingt kennen solltest. Zum Beispiel die Bibliothek, den Copyshop, das Studienzentrum mit dem International Office, Career Service und vielen anderen nützlichen Einrichtungen, die BAföG-Stelle und zu guter Letzt die Cafeterien und Mensen. Keine Sorge, Isabella. Dein Studentenausweis wartet bereits auf dich. Dazu sind nur noch 3 einfache Schritte nötig. Dein Ausweis wird vor Semesterbeginn gedruckt und vorbereitet und dir bei deiner persönlichen Immatrikulation ausgehändigt. Damit dieser auch gültig ist, musst du ihn vorab an einer Validierungsstation bedrucken lassen. Diese Stationen stehen im Foyer des Bauteils B vor dem Raum 006. Die Karte wird mit der Vorderseite nach vorne zeigend in den Kartenslot geschoben. Ein paar Sekunden und der Ausweis ist für das aktuelle Semester gültig. Damit du deinen Ausweis als bargeldloses Zahlungsmittel verwenden kannst, musst du an einer Aufladestation Geld einzahlen. Diese Station findest du in der Cafeteria, Kaffeebar und in der Mensa im Glashaus. Der Aufwärter akzeptiert nur Geldscheine im Wert von 5, 10, 20 oder 50 Euro. Und so geht's. Einfach den Ausweis unten ablegen und den gewünschten Schein einzahlen. Jetzt kannst du mit deinem Studentenausweis viele Vorteile entdecken. Zur Übersicht hier die wichtigsten. Die Mensen und Cafeterien bieten dir eine große Auswahl an Essen und Getränken zu Studentenpreisen. Auch im Copyshop werden dir günstige Preise angeboten. Unseren Studentenparkplatz hast du bereits kennengelernt. Die TAD bietet dir aber noch vieles mehr, zum Beispiel ein tolles Sportprogramm. Informiere dich dazu zusätzlich noch über unsere Website www.th-deck.de.
Primus ist dein wichtigster Wegbegleiter. Du brauchst es zur Verwaltung deines gesamten Studiums. Hier findet alles Wichtige rund um deine Prüfungen statt. Zum einen kannst du dich für Prüfungen an- oder abmelden. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, dein Notenblatt und die aktuelle Notenbekanntgabe einzusehen. Außerdem kannst du unter Mein Studium deine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung downloaden. iLearn ist ein sogenanntes Lernmanagementsystem. Mittlerweile organisiert fast jeder Prof hier seine Kurse. Diese kannst du über die Suchfunktion finden und dich einschreiben. Trag dich unbedingt zu Semesterbeginn ein, denn neben der Kommunikation und Bereitstellung von Vorlesungsmaterialien findet hier auch die Abgabe von Projekten statt. Um deine Hochschul-E-Mails lesen und beantworten zu können, musst du dich beim E-Mail-Client Roundcube anmelden. Die E-Mail-Adresse setzt sich dabei zusammen aus vorname.nachname@stud.th-deck.de. Falls du deine E-Mails lieber im privaten Postfach erhalten willst, ist eine Umleitung natürlich möglich. Im Modulhandbuch deines Studiengangs kannst du dich vorab über deine Lernfächer informieren. Prüfungen werden im Primus angemeldet. Dort findest du unter anderem den aktuellen Anmeldezeitraum. Die Anmeldung im Primus musst du besonders beachten, da diese ab dem angegebenen Zeitpunkt nur für 2 Wochen freigeschaltet ist. Informationen, wo und wann die Prüfungen stattfinden, wie lange sie dauern und welche Hilfsmittel mitgenommen werden dürfen, findest du in den Online-Prüfungsplänen auf der Website. In jedem Prüfungsraum sind die Tische mit einer Platzziffer durchnummeriert. Deinen Platz darfst du dir selber auswählen. Auf jedem Prüfungsblatt müssen Platzziffer und Matrikelnummer notiert werden. Außerdem unbedingt immer deinen Studentenausweis mitbringen, da dieser bei jeder Prüfung von der Aufsicht kontrolliert wird. Zurück zu Primus. Dort kannst du unter der Rubrik Meine Prüfungen deine angemeldeten Prüfungen wieder löschen. Die Abmeldung ist jedoch nur bis spätestens 7 Werktage vor der jeweiligen Prüfung möglich. Für den Fall, dass es dir vor dem Prüfungstag wie Isabella ergeht, hast du noch die Möglichkeit, dass du dir von deinem Arzt einen Attest geben lässt und dieses sofort an das Studienzentrum weiterleitest. Natürlich darf ein Ausgleich zum stressigen Lernalltag nicht fehlen. Hier sind meine Top-Tipps für deine Freizeitgestaltung an der THD. Filme sind deine große Leidenschaft? Dann nichts wie ab ins Hochschulkino. Das aktuelle Programm findest du in den sozialen Netzwerken. Vorhang auf und Bühne frei für die Musikalischen unter euch. Im Chor und der Big Band könnt ihr euch bestens austoben. Schwimmen, Volleyball, Fußball oder doch lieber etwas ganz anderes? Infos zum vielseitigen Sportangebot erhältst du zu Semesterbeginn via E-Mail. Mittlerweile gibt es ca. 20 Hochschulvereine zu den verschiedensten Themen und Fachbereichen. Infos dazu findest du auf der Hochschulwebsite.